Genau diese Flucht, die Sie gerade beschreiben, zwingt Sie doch eigentlich nur noch Theologie zu studieren. Sie haben doch gar keine andere Möglichkeit gehabt. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie sich mit Gott leichter die Welt erklären können als ohne Gott. Ja. Ist denn der innere Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung unmittelbar mit einer Religiosität verbunden? Oder war das einfach ein Refugium, in das Sie sich zurückziehen konnten, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Das unmittelbar verbunden, ich für mich sagen. Aber ich kenne natürlich auch jede Menge Menschen, die ihren Freiheitsdrang nicht aus ihrer Religiosität her entwickeln oder wo das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich hatte nicht nur einen Fluchtraum gesucht, sondern mir waren Menschen und Themen begegnet, die für mich in der Jugendzeit wichtig waren. Niemals fragt man so stark nach dem Sinn des Lebens als in der Jugend. Und mein intensives Fragen nach dem Sinn des Lebens war verbunden mit den aktuellen Leidenserfahrungen. Und ich suchte auch nach einer geistigen Alternative. Und da ist mir eben die Sache mit Gott begegnet durch überzeugende Menschen, die nicht feige waren, ich verachtete Feigheit, sondern die mich lehrten, nein, man kann auch im Gegenwind stehen. Und man kann das aushalten, wenn man in sich einen Kern hat. Und der Glaube an eine höhere Instanz als die Machthaber, die mich da umgeben, hat mir als junger Menschen sehr stark geholfen, auch dort zu bleiben. Und von daher war es klar, dass das Regime, ich war nicht in der FDJ, mich nicht Germanistik hatte studieren lassen. Ich lächle heute selber über den Antrag, den ich gestellt habe, aber ich wollte es Ihnen auch nicht so leicht machen, Sie sollten mir dann wenigstens absagen. Und dann habe ich eben die Theologie gewählt als Alternative. Ich konnte mir mit 18 noch nicht vorstellen, ein Pfarrer zu sein. Aber die Thematik hat mich interessiert und später, als ich dann in der Kirche tätig wurde, hat es mir sogar mehr gefallen als das Studium, weil ich mit Menschen Kontakt hatte. Sie nennen es geistige Alternative, das Theologiestudium und Ihr Pfarrerdasein. Welche Alternativen wären noch zu benennen? Ja, ich habe natürlich mich umgeschaut und es gab natürlich Milieus, die es nicht nötig hatten, sich anzupassen. Aber da musste man auch auf den Aufstiegswillen verzichten. Immer wenn Menschen sich qualifiziert hatten, wenn sie studiert hatten, wenn sie aufsteigen wollten, war ein gewisser Zwang zur Loyalität gegeben. Es gab eine ganze Reihe von Berufen, die man nur erlangen konnte, wenn man Mitglied der SED war, besonders Führungsaufgaben. Und es mussten nicht nur welche in der öffentlichen Verwaltung sein, sondern in x-beliebigen Berufen wie Förster oder Seemann. Ja. Und daneben entwickelte sich nun eine Haltung, gerade bei jungen Menschen, die sagten, ich verzichte auf Karriere. Die dann versucht haben, in einfachen Tätigkeiten zu überleben. Einige haben sich nicht geniert, als Friedhofsgärtner zu arbeiten, haben vielleicht in ihrer Freizeit dann Rockmusik gemacht. Einige waren total abgehängt, weil sie Punker waren oder in den großen Städten heruntergekommene Gebäude besetzten. Die waren natürlich, galten als asozial. Viele von ihnen wurden auch von der Volkspolizei verhaftet. Und man hat versucht, sie zu kriminalisieren und hat sie zum Teil kriminalisiert. Aber auch jenseits dieser Möglichkeit haben Leute in ihren privaten Nischen dann ihre Lebensräume gestaltet. Und manche da von diesen Nischen sind später bekannt geworden, die Poeten vom Prenzlauer Berg oder in Halle oder Dresden, die Künstlerszene. Also die Menschen haben versucht, sich kleine Gegenwelten zu schaffen. So müssen sie das verstehen und sich die eigene Freude am Leben bezogen sie dann aus dem Leben in diesen Gegenkulturen.